Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir die Disney Collection von Catrice testen. Da habe ich einmal Daisy in a Box und ich habe Minnie in a Box. Und die zwei Hübschen möchte ich gerne mit dir zusammen in diesem Video austesten. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die beiden Geschenkboxen haben 25 Euro jeweils gekostet und du hast dann in jeder Box alles aus der Kollektion mit drin. Da ich dadurch ein Produkt bzw. das Pinselset doppelt habe, verlose ich das in diesem Video. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Schau da einfach mal vorbei. Und wie gesagt, ich hätte theoretisch ein bisschen was sparen können, aber ich habe mir gedacht, nein, ich möchte das auch noch mitnehmen, um halt hier in diesem Video was zu verlosen. Das fand ich eigentlich ganz cool und ich finde diese Geschenkverpackung einfach schön. Ne? Kostet halt genauso viel, wie wenn du die Produkte einzeln kaufst, aber ich fand es einfach hübsch und für dieses Feeling und weil ich einfach das gerne mag, habe ich mir das so gekauft. Ich werde die Lidschattenpaletten und die Pinsel in diesem Video testen. Die Nagellacke, die mit dabei sind, werde ich wahrscheinlich auf Instagram testen. Ich glaube, das macht auf jeden Fall mehr Sinn, weil ich habe mir gestern erst meine Fingernägel neu lackiert. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Kleiner Disclaimer vorab. Ja, ich weiß, draußen bricht die Welt so ein bisschen zusammen und alles ist irgendwie ganz speziell, sage ich mal. Auch die Gefühle, die Emotionen und irgendwie, ich weiß nicht, es ist so eine ganz schwierige Stimmung, die so auch in der Luft hängt. Ich möchte euch aber auf diesem Kanal einfach mal so ein bisschen die Möglichkeit geben, von der ganzen Furchtbarkeit, die draußen so passiert, egal zu welchem Zeitpunkt auch immer, einfach mal abzuschalten und euch ein bisschen Me-Time zu gönnen und lasst euch berieseln, okay? Deswegen möchte ich das ganze Thema, was halt so draußen abgeht, nicht wirklich thematisieren. Das werde ich auch gar nicht machen wollen hier auf diesem Kanal und auch nicht bei Instagram, auf gar keinem Social-Media-Account von mir. Und weil es mich ganz persönlich auch einfach mittlerweile wahnsinnig macht. Und ich mir hier meine Me-Time in diesem Raum gönne und dann nehme ich euch einfach mal mit. Und so sieht das dann aus, wenn man das rauszieht. Oh, die Palette hat sich ein bisschen bewegt. Das sieht dann natürlich in der First Impression nicht ganz so hübsch aus, aber so würde das theoretisch aussehen. Und hier hast du drin eine Lidschattenpalette, drei verschiedene Pinsel. Das ist ein Blendepinsel, ein Smudgerpinsel und ein Point Brush. Und dann hast du hier auch drei verschiedene Nagellackfarben mit dabei. Wir haben hier Eccentric. Wir haben Sassy. Und Lazy. Diva. Dazzling und Cherry. Bouncy. Jolly. Und der Verblendeton oder Settington Flirty, den man ungefähr gar nicht auf meiner Haut sieht. Und das ist die Daisy Palette. Und Minnie in a Box schaut so von außen aus. Auch hier hinten die Inhaltsangaben mit dabei. Und hier können wir das auch einmal aufziehen. Und hier haben wir auch die Pinsel genauso. Das heißt, eins von den beiden Pinselsets wird hier verlost. Dann die Lidschattenpalette und die drei verschiedenen Nagellackfarben. Zuallererst haben wir Iconic. Der ist wundervoll im Swatch. Wow, guck mal, wie lang der ist. Witty. Und Legendary. Feisty. Den Vorbereitungston Darling, den man halt auf meiner hellen Haut nicht sieht. Und Warm-Hearted. Warmherzig. Hearty. Herzlich. Loving. Liebend. Und Cheerful beendet die Palette. Den sieht man auch wieder kaum auf der Haut, aber es ist ein schöner, schöner Schimmerton, der einfach sehr hell ist. Hier haben wir dann einmal die kompletten Swatches mit einem Ringlicht beleuchtet. So schauen die Töne aus, wenn man sie nicht mit dem Ringlicht beleuchtet, sondern nur von rechts und links mit Strahlern. Und im Zimmerlicht sieht man nicht so viel davon. So schauen die beiden Sets dann aus. Einmal von Namen die drei verschiedenen Pinsel und die haben halt hier so Schleifchen drauf. Das ist hübsch. Damit hier alles auch schön unverfälscht bleibt, nehme ich mir von Catrice den Quick and Easy Brush Cleanser Pot. Das ist einfach so ein Schwämmchen hier drin, ne? Ja.
Und hier haben wir die drei Nagellacke von der Daisy Collection. Da haben wir hier einen schönen dunklen Pflaumeton in der Farbe 1006 Hot Temper. In der Mitte Daily Daisy. Das ist ein schöner, ja, mauve-farbener Ton. Und hier auf dieser Seite einen sehr hellen Ton, der heißt Alter Ego. Das hier sind die Minnie-Maus-Nagellacke. Da haben wir auf dieser Seite Everybody's Sweetheart, in der Mitte Leading Lady und auf dieser Seite Fashionista. Wie man jetzt am Hintergrund wundervoll erkennen kann, werde ich auf dieser Seite den Minnie-Maus-Look schminken und auf dieser Seite den Daisy-Duck-Look. Ich feiere es übrigens sehr, dass hier auch die Farbnamen mit in der Palette abgebildet sind. Finde ich richtig, richtig klasse. Und das heißt, auf dieser Seite werden wir jetzt etwas dunkler werden. Du hast einen schönen Spiegel mit in der Palette. Und ja, meine Base ist drauf, meine Augenbrauen sind drauf. Und der Lidschattenprimer ist drauf. Und jetzt muss noch Lidschatten drauf. Mit Flirty werde ich jetzt einmal mein Lid setten. Die Farbe siehst du überhaupt nicht. Das ist einfach ein richtig originaler Settington, der das Lid abmattiert und auf die kommende Geschichte vorbereitet. Eccentric setze ich mir in die Lidfalte mit dem Blendepinsel. Der hat jetzt auf den ersten Blick nicht so eine Ultrafarbabgabe, aber es ist ein schöner Ton eben, um ihn in die Lidfalte zu setzen und das finde ich ganz gut. Der wirkt jetzt auch nicht irgendwie groß fleckig beim ersten Auftrag. Das finde ich ganz nett. Den bauen wir mal ein bisschen auf. Normalerweise würde ich jetzt einen etwas fester gebundenen Blendepinsel nehmen, um meine Lidfalte zu vertiefen. Aber jetzt nehme ich mal den Point Brush, der damit dabei ist, und gehe in die Farbe Jolly. Das ist dieses Pflaume. Ja, dadurch, dass er halt sehr fest gebunden ist, krümmelt er natürlich in der Palette. Und den setze ich mir außen hin und vorsichtig in die Lidfalte. Ups, da war etwas mehr Pigment drauf. Zum Reinsetzen ist er ganz gut, zum Verblenden ist der Pinsel jetzt nicht so gut, weil die Farbe doch sehr trocken ist. Das heißt, ich setze mir erst die Farbe hier hin, wo ich sie nachher haben will und blende sie dann mit dem Blendepinsel ganz einfach aus. Ich baue die jetzt auch mit dem Blendepinsel noch etwas mehr auf. Das ist, um ehrlich zu sein, gar nicht so leicht, weil die Farbe irgendwie verschwindet, wenn ich sie verblende. Aber was positiv anzumerken ist, dass die Farbe jetzt immer mehr, wenn ich sie aufbaue, sich selber halt auch so ein bisschen verblendet. Sprich, sie wird nicht so wirklich fleckig. Das ist positiv. Das heißt, sie lässt sich auch recht schön verarbeiten. Ich möchte eigentlich ganz gerne mein äußeres Drittel noch etwas dunkler machen. Deswegen gehe ich in die Farbe Cherry. Das ist dieses Tönchen, was überhaupt nicht nach Kirsche aussieht, und nehme dafür den Smudger-Pinsel. Ich klopfe das auch vorsichtig ab und gebe mir das hier außen so ein bisschen hin, um außen mein Auge noch etwas zu vertiefen. Das lasse ich auch so ein bisschen noch mit in das Lila mit reinfließen, um die Übergänge halbwegs harmonisch zu haben. Aber dadurch, dass die Farben ein Flugzeug gar nicht so ultra unterschiedlich sind, also das, klar, das Braun ist unterschiedlich zum Lila, aber ne, die verlaufen schon ineinander. Es ist sehr, sehr freundlich. Ich baue das dennoch etwas mehr hier außen auf, um das noch etwas dunkler hinzukriegen. Und es geht mir jetzt heute tatsächlich nicht darum, dass ich einen Look kreiere, den ich jetzt unbedingt tragen würde zum Rausgehen. Ich nehme jetzt wieder ein bisschen Jolly auf, um das hier oben noch ein bisschen zu verdunkeln, sondern es geht mir darum, dass ich die Palette austeste. Ja, das ist so die Intention dahinter. Und nach oben hin zur Augenbraue blende ich das noch ein bisschen mit Eccentric aus, was ich mir auch eben in die Lidfalte gegeben habe. Nachdem ich den Pinsel natürlich ein bisschen sauber gemacht habe. Jetzt werde ich mir hier eine Cut Crease ziehen, um gleich auch die Schimmertöne zu verwenden. Eigentlich mag ich das ja nicht so gerne, mir eine Cut Crease zu ziehen. Aber was soll's. Irgendwie habe ich da heute Lust drauf, auf diesem Auge. Die klebrige Base ist geschaffen. Nun nehme ich mir den ganz dunklen Ton Diva. Das ist dieser Glitzerton hier. So richtig schön lila Glitzer. Den nehme ich direkt mit dem Finger auf. Und wow, der ist geil. Der hat Power. Den gebe ich mir außen auf. Lass den auch nach außen so ein bisschen auslaufen. In die Mitte gebe ich mir Dazzling. Das ist dieser
gemischte Ton fast schon. Der ist viel, viel weicher, viel buttriger, aber richtig, richtig hell. Der ist pink. Hätte ich so nicht mit gerechnet mit dieser Farbe. Der hat so einen schönen Goldschimmer auch mit drin. Lässt sich aber mit dem Finger relativ schwer aufnehmen. Und nach innen hin gebe ich mir Sassy oder Sassy, das ist dieser goldene Ton. Der ist auch nice. Also so kommen auf jeden Fall die Farben etwas besser zur Geltung, als wenn ich keine Cut Crease gezogen hätte. Gefällt mir schon mal ganz gut. Es ist jetzt noch, das muss noch weiter vertieft werden. Ich versuche das mal, ob ich das mit dem Smudger-Pinsel hinkriege. Wo ist er? Und gehe dann nochmal in die Farben jeweils rein. Das heißt, innen gehe ich in Sassy rein oder Sassy. Da gehe ich richtig intensiv mit dem Pinsel rein und habe da auch ordentlich was auf dem Pinsel drauf. Den presse ich mir richtig an. Keine Rücksicht auf Verluste, wir haben garantiert gleich Fallout. Aber es soll ja schön werden, ne? Und das wird es. Das geht mit dem Smudger fast noch besser als mit dem Finger. Und gehe in Dazzling wieder rein, in den mittleren Ton. Ja, das geht mit dem Pinsel einfach besser, weil das dann kleine Krümelchen abmacht und mehr auf dem Pinsel drauf kommt und sich nicht mit dem Finger verbindet. Kommt die Farbe einfach besser zur Geltung. Hätte ich auch nicht mit gerechnet. Wobei ich die Farbe Dazzling jetzt auf dem Auge jetzt so in der Mitte relativ schmutzig finde, ne? Die hat auch so einen leichten Graustich mit drin. Finde ich die anderen beiden Schimmerfarben schöner. Und Diva gebe ich mir jetzt auch wieder nach außen hin. Lass den so auslaufen. Verblende es auch hier mit dem Dunklen rein. Sieht interessant aus, ne? Aber gefällt mir ehrlich gesagt nicht so unbedingt. In der Kombination, da hätte ich dann wahrscheinlich einen von den Tönen weglassen können, zum Beispiel den äußeren hier, weil dann wäre das wahrscheinlich noch ein bisschen harmonischer gewesen, aber so konnte ich halt jetzt ganz schön viel in der Palette austesten. Das war ja die Intention dahinter. Was hatten wir denn noch nicht? Wir hatten noch nicht Bouncy und noch nicht Lazy. Ansonsten hatten wir alles. Das heißt, ich gehe jetzt in den dunklen Ton in Lazy rein mit dem Smudger-Pinsel, um meinen unteren Wimpernkranz einfach zu verdichten. Da dippe ich mit der Spitze vorne rein und gehe dann vorsichtig am unteren Wimpernkranz entlang. Und das ist jetzt der fertige Augenlook mit der Daisy-Palette. Jetzt werde ich mir einen Döner essen, denn es hat gerade geklingelt, wie ihr gehört habt, um dann die Mini-Palette zu schminken. Also fertiger Look, Quatsch. Augenbrauen-Highlight fehlt noch kurz. Warte, nehme ich Sassy. Bisschen reindippen, bisschen abklopfen, unter die Augenbraue setzen. Du hast ja noch hier Augenbrauen-Highlight vergessen. Nee, Augenbrauen-Highlight sitzt. Und erstmal Döner essen. Nom nom nom. Widmen wir uns nun dem anderen Auge und sauber gemachten Pinseln und dementsprechend der Minimaus-Palette. Das ist dieses schöne Schätzchen. Die ist weniger lila, sondern vielmehr rot. Und auch hier sehen wir die Farbnamen drauf, was ich sehr, sehr cool finde. Da hat man auch wieder einen Spiegel drin. Das sind 9 schöne Farben. Hier hat man als Setting-Ton den Ton Darling. Das ist dieser Ton hier in der Mitte. Da gehe ich auch wieder mit dem Blendepinsel rein. Jo. Der ist sehr, sehr vergleichbar, ne? Mit der Farbe Witty werde ich meine Lidfalte definieren, beziehungsweise formen. Auch der ist wieder ähnlich pigmentiert, aber ich würde tatsächlich sagen, ein Ticken, ein mini-mini-mini-mini-mü dunkler. Mini vor allem. Auch der lässt sich schön ausblenden, wird nicht fleckig und gefällt mir. Schöne Basis. Warm-Hearted verwende ich, um meine Lidfalte zu vertiefen. Da versuche ich das jetzt schon mal direkt mit dem Blendepinsel. Und das funktioniert deutlich besser. Das hätte ich eben auf dem anderen Auge tatsächlich auch direkt machen sollen. Also ja. Nicht mit dem Point Brush, sondern mit dem Blendepinsel. Das sieht einfach schöner und harmonischer aus. Ich bin jetzt leider in die falsche Farbe gerade reingedippt, und zwar in Legendary. Hier oben, das Rot. Da hat mir den aus Versehen hier schon hingegeben. Mist.
Egal, den gebe ich mir jetzt tatsächlich hier drüber. Das mache ich jetzt. Mist, ich hatte das ganz anders geplant. Oh. Jetzt sind die Farben irgendwie miteinander verschmolzen, aber irgendwie auch weg, ne? Also es hat was, aber nicht das, was ich wollte. Mist. Jetzt gehe ich wieder in Witty rein, um das hier vorne so ein bisschen auszublenden. Und auch in den Kanten. Mit dem Smudger-Pinsel nehme ich die Farbe Feisty auf, um ihn mir in mein äußeres Drittel zu geben. Und auch hier, die Farben verbinden sich schön. Das sind wirklich gut aufeinander abgestimmte Farben, die hier in der Palette sind. Auch das wieder an meinem Knochen entlang, um meine Lidfalte zu vertiefen. Auch auf diesem Auge werde ich mir jetzt eine Cut-Crease ziehen. Es muss ja halbwegs vergleichbar bleiben. Die Töne gebe ich mir jetzt aber direkt mit dem Smudger-Pinsel auf. Da gebe ich mir außen erstmal Loving auf. Das ist dieses Feuerrot. Wobei der von der Textur deutlich samtiger zu sein scheint. Hui, ich habe was auf dem Pinsel. Oh ja. Man muss es schon schichten, damit man da auch Farbe drauf bekommt und damit das ebenmäßig wird. Aber es lohnt sich schon. Ich versuche es jetzt doch nochmal mit dem Finger, weil mir der Schimmer irgendwie fehlt. Weil auf dem Finger kommt der Schimmer auch richtig gut zur Geltung. Das hätte ich gerne hier auf der Cut Crease. Einigermaßen kommt es raus. Hearty gebe ich mir in die Mitte. Herzlich. Hier haben wir tatsächlich, oh, ich sehe es gerade, vier Schimmertöne. Den Ton Iconic gebe ich mir in mein inneres Drittel. Also die Farben in der Daisy-Palette waren deutlich bröseliger, tatsächlich. Ließen sich dann aber auch schneller auf das Lid bringen. Der kommt auch direkt in den Innenwinkel. Ich gucke mal, ob der mit dem Finger vielleicht stärker rauskommt. Ja. Also die Farben lassen sich tatsächlich besser mit dem Finger auftragen. Hearty werde ich jetzt auch noch mal ein bisschen drüber geben, weil er mir auch etwas zu schwach war. Sehr schön feurig, dieser Look, finde ich. Mit dem Blendepinsel gehe ich nochmal hier in Feisty rein, um mein äußeres Augenwinkelgedönsen wieder etwas zu definieren, das Ganze auch zu verblenden und auch nach oben hin. Mit dem Point Brush gehe ich in Cheerful rein, das ist dieser ganz helle Schimmerton. Damit möchte ich mir zum einen meinen inneren Augenwinkel noch mal ein bisschen toppen, weil er mir etwas zu dunkel erschien. Das funktioniert damit sehr, sehr schön. Und ich gebe ihn mir auch als Augenbrauen-Highlight. Dann gebe ich mir Warm-Hearted mit dem Smudger-Pinsel an den unteren Wimpernkranz. Und so sähe dann der Look mit der Minnie-Maus-Palette aus. Und das ist jetzt tatsächlich komplett beide Looks mit Eyeliner und mit Mascara. Und ja, mir gefällt der Minnie-Maus-Look besser. Schreib mir doch gerne in die Kommentare, welcher von beiden Looks dir besser gefällt. Das ist natürlich super schön. Das ist Liebe, Sonnenuntergang, ne? Warm Tones. Und das ist Boom. Ich habe jetzt natürlich so viele Farben, wie es nur irgendwie möglich war, auf meinen Augen kombiniert. Ich finde beide Paletten aufeinander abgestimmt sehr harmonisch. Die Töne passen super zusammen, lassen sich schön ineinander verblenden, fühlen sich wundervoll auch auf den Augen an. Ich hatte unfassbar wenig bis gar kein Fallout. Ja, tatsächlich. Also wenn ich mich jetzt so auch so im Spiegel anschaue, finde ich beide Looks super interessant. Den schöner, den interessanter. Man braucht nicht das Komplettset mit drei Nagellacken und so weiter. Deswegen, ne? Wenn euch eine von den beiden Paletten gefallen hat, dann schaut euch die auf jeden Fall im Laden an, swatcht euch die und ich blende euch, oder habe euch ja auch Swatches eingeblendet, ich mache jetzt gleich Swatches, genau. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style and Talk Videos, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!